Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zum zweiten Pokémon-DLC. Ja, die Kronenschneelande sind für uns jetzt frei. Wir dürfen da scheinbar voraussichtlich mit dem Zug hinfahren. Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich mal sehen. Es ist das zweite DLC, wie gesagt, und ich weiß gar nichts, ich habe noch gar nichts gehört. Ich denke mal, es wird im Schnee sein. Ja, ich weiß, alle sind schockiert, aber ich denke mal, es wird im Schnee sein. Leider nur als Folge und nicht als Livestream heute, weil es einfach zeitlich nicht hinhaut. Ich habe ja schon angekündigt in den Folgen, also in den anderen Videos und in den Livestreams, dass das wohl diese Woche nichts wird. Aber ich hoffe, dass es bis 20 Uhr mindestens raus ist, also hoffen wir das Beste. So, du hast den Kronenpass erhalten. Zeige ihn dem Personal am Brassbury Bahnhof, um zu den Kronenschneelanden zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer voller Rätsel und legendäre Pokémon, die in den verschneiten Landen darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Ich bin gespannt. Kronenpass erhalten. Ich versau das Item. Okay, ein Pass mit dem Zugang zu Kron. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich fand das DLC, wie hieß das jetzt? Achso, Rüstungsinsel. Fand ich eigentlich schon cool. Oh, ich bin gar nicht angemeldet. Soll ich mich mal anmelden? Ich melde mich mal an, wa? Ich musste erst mal sehen, wie das überhaupt nochmal alles geht. Bis jetzt hat sich auch nichts weiter geändert bei uns. Also das, was wo letztes Mal Schluss war, ich habe da nicht nochmal wieder rein, weil wann soll ich reingucken? Andere Dinge zu tun. So, wir sind auch echt jetzt online. Sarah ist hinter uns. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken zum Bahnhof, der da unten irgendwo war. Wir waren dabei, die Dickdas zu sammeln, aber waren dann irgendwann, hatten wir keine Lust mehr gehabt, Dickdas zu sammeln, weil, boah, es ist einfach furchtbar, alle 105 Dickdas zu sammeln. So, dann fahren wir erstmal ganz kurz mit dem Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wie kommen wir anders irgendwie dahin? Ich bin gar nicht nach Merrill. Oh, ich habe auch keine Ahnung mehr, wie ein Merrill klingt. Ich bin sehr gespannt, was da für Pokémon drinne sind. Wie gesagt, ich weiß gar nichts, was neu kommen soll oder was legendär sein soll. Ich habe gar keine Ahnung. Raspberry Bahnhof. Ich bin wirklich extrem gespannt. Hey, Kumpel. Oh, du bist ja auch im Besitz eines Kronenpasses. Demnach kannst du jetzt auch zu den Kronenschneelanden reisen. Wo soll's hingehen? Ja, wie Kronenbahnhof. Ich bin sehr gespannt. Das wäre cool. Tut, tut. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinshootern. Boah, fang jetzt schon an zu frieren, wenn ich das sehe. Kronenschneelande. Das ist ja wie in Hogwarts. Hi. Hallo. Dich hat es sicher zum ersten Mal in die Kronenschneelande verschlagen, wie? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon hier in der Gegend. In letzter Zeit wurden einige uralte und seltene Pokémon in den Kronenschneelanden gesichtet. Hilfst du mir dabei, mehr über sie zu erfahren? Dafür aktualisiere ich auch dein Pokédex. Aktualisiert? Cool. Ich weiß nicht, was kommt. Viel Erfolg bei der Vervollständigung deines neuen Kronen-Pokédex. Ich weiß auch nicht, was es jetzt für... Hallo? Du siehst aus, als ob du mich willst. Was ist hier bloß passiert? Da komme ich hier nach langer Zeit zurück in meine Heimat und alles hat sich verändert. Es ist viel kälter als früher und überall sehe ich Pokémon, die aussehen, als wären sie aus Stein. Hä? Ich weiß gar nichts an Pokémon. Ich weiß nicht, was für neue Galasorten gekommen sind und alles. Ich weiß gar nichts. Das ist so cool. Es ist einfach cool, wenn man gar nichts weiß. Ehrlich. Oh, da fehlen irgendwie Lichter an den Bäumen. So Weihnachtslichter oder sowas. Mann, du bist ja wie eine Klette. Hör dich auf, mir andauernd nachzurennen, Dad. Ja, jetzt müssen wir bei der Stimme bleiben. Ich will nur die Ruhe. Ich will einfach nur in Ruhe im Düner-Riesennest auf ein Düner-Maxi-Abenteuer gehen. Und zwar allein. Ich kann es kaum erwarten, gegen jede Menge seltener Dynamax-Pokémon zu kämpfen. Keine Sorge. Dein cooler Papa hier hat ein noch viel spannenderes Abenteuer in petto. Du wirst so viel Spaß haben, dass du dich am liebsten selbst Dynamaximieren würdest. Danke, aber nein, danke.
Gib mir nicht auf den Zeiger. Oha. Helikopter-Dads. Schlimmste. Hallo. Ja, oh, die trägt er schon. Die trägt ja, die hat Toastbrot in der Erde gefunden. Ich frage einfach Nina. Die trägt ja Winterklamotten. Ich will auch Winterklamotten. Ich friere. Hi. Na gut, wenn du nicht so... Wer redet jetzt? Vernunft kommen willst, schreie ich eben so lange rum, bis du nachgibst. Okay, ich denke mal nicht, dass das der Vater ist. Na gut, wenn du nicht zu Vernunft kommen willst, schreie ich eben so lange, bis du nachgibst. Ach nee, es war doch der Vater, oh Gott. Okay, das ist... Hast du Hirnfrost? Das ist ja oberpeinlich. Hey, hallo, du da drüben. Dieser alte Sturkopf will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Kannst du mir helfen? Nein. Echt jetzt? Du lässt mich hängen? Das ist ja voll daneben. Der Junge weiß einfach, wann es besser ist, sich nicht einzumischen. Eine sehr kluge Entscheidung. Ich liebe es, Nein zu sagen. Ach, was? Willst du mir jetzt etwa doch helfen? Nein. Echt jetzt? Okay, hätte sein können, dass da was Neues ist. Okay, ja, wir helfen jetzt, wir helfen. Ja. Klasse, könntest du ihm dann für mich eine gehörige Abfuhr erteilen? Hör mal, Freundchen. Mir gefällt zwar nicht, dass du deine Nase in Angelegenheiten steckst, die dich nichts angehen. Aber vielleicht bringt es die junge Dame ja nur zur Vernunft, wenn ich dich im Kampf besiege. Ich bin... ein Pony, keine Ahnung. Und du bist naiv, wenn du denkst, auch nur den Hauch einer Chance gegen meinen stahlharte Attacken zu haben. Ich glaube, der hat Stahl-Pokémon. Wir werden sehen, was für Pokémon. Ah, ich bin aufgeregt. Pokémon-Trainer Pony. Pioni. Ich. Patinara. Ich weiß nicht. Achso, der da. Elefant halt. Sag das doch. Sag doch einfach Elefant. Ganz schön mutig, sich einfach so mit einem ehemaligen Arenaleiter anzulegen. Einfach mal Arenaleiter. Das hagelt glatt. Ja, Atomkraft scheinbar. Das ist alles leider nicht sehr effektiv. Aber... war der gerade Level 70? Hat ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe. Okay. Na gut, wir sind Level 95. Ich sag jetzt nichts, aber... trotzdem, okay. So, danke für die KP, nicht EXP. Wow. Aua. Na, tötet ihn das jetzt? Durch Hagelkörner gestorben. Ein knallharter Eisenelefant. So, wen haben wir denn sonst noch so dabei? Wigpig, Bebop, Laila, Minako. Ulausuo. Stolos. Ah, oh, Stolos. Pokémon wechseln. Ganz ehrlich, wir setzen einfach Big Pig ein. Wir wissen, dass das einfach viel effektiver ist als Sarah. Also, Big Pig schafft das auch. Hey, ein Stahl-Pokémon beißt du... ein Stahl-Pokémon beißt du die Zähne aus. Je mehr sie einstecken, desto härter werden sie. Entschuldigung. So ein schönes Pokémon. Ich meine, for real, so ein schönes Pokémon. Hä? Ah ja, ist glaube ich Stein mit drin, ne? Ja, stimmt. Stimmt, ist ja Stein mit drin in Stölers. Stimmt. Dann machen wir das da. Da ist ja Stein mit drin. So. Hut ab! Das hat gesessen, aber jetzt sind wir an der Reihe. Pass auf. Hä? Bist du nicht tot? Hä? Hast du nicht verloren? Hä? Warum sagen? Hä? Er hat doch verloren. Eigentlich hat er verloren. Eigentlich weiß... ja. Er war auf jeden Fall an der Reihe. So. Oha. Da habe ich den Mund wohl zu voll genommen. 11.000 Geld. Wir sind reich. dass ich mal derart von einem jungen Burschen platt gemacht werden würde. Die ist weggelaufen, wa? Mila ist weg. Wo steckt meine Tochter? Bist du wirklich ihr Vater? Aber klar doch. Was ist denn das für eine Frage? Ich bin extra mit Mila hergekommen, um unseren längsten überfälligen Vater-Tochter-Ausflug in Angriff zu nehmen. Aber sie hat offenbar so wenig Bock darauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt. Und nur um die Kurve kratzen zu können. So kenne ich meine Mila.
Das ist ihre ganz persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Ja. Bestimmt! So ist es eben. So ist er eben, meine liebe Tochter. Ein echtes Goldstück, oder? Ja. Aber wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine mit Herzblut geplante legendäre Exposition starten. Moment, hat sie nicht gesagt, sie wolle zu einem Düna-Riesennest gehen oder so? Ha! Sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, hast gut gekämpft. Man sieht sich, Stahladertrainer. Kann man Väter wegen Stalking anzeigen? Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hallo? Was bist du? Ich habe noch nicht mal eine Ahnung. Ach doch, ein bisschen. Frigometrie. Hat ein bisschen gedauert. Habe ich schon mal gesehen, habe aber keine Ahnung davon. Nein, wir fliehen aber. Das ist gruselig, das Pokémon. Ich meine, guckt es euch an. Ich habe schon Rosshana gesehen. Wer bist du? Oh, hä? Ich erkenne die Pokémon so irgendwie nicht. Ich erkenne dich immer noch nicht. Sagt mir irgendwie immer noch nichts, hä? Irgendwie ja, aber auch irgendwie nein. Ich kann es nicht einordnen. So ein Jein halt. Ein Kiefel. So, wo ist denn der Typ jetzt eigentlich hingedackelt? Wenn wir das jemals herausfinden? Vielleicht zu dem lilanen Strahl da hinten. Ich weiß es nicht. Da liegt was. Eisheiler. Das ist unser erster Eisheiler, den wir in unserem ganzen Leben gefunden haben. GG. Ah. Ich habe gerade gesehen, es gibt Arktos. Sehe ich unten links gerade. Toll. Danke für den Spoiler. Da hinten steht er. Das habe ich gar nicht gesehen. Das hier ist also dieses Düna-Riesennest, ja? Da drinnen kämpft mein Töchterlein also gerade gegen seltene Dynamax-Pokémon und hat jede Menge Spaß dabei. Oh, du bist doch der von vorhin. Du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Also dann, volle Kraft voraus. Keine Sorge, Mila. Papa ist direkt hinter dir. Hab nicht zu viel Spaß ohne mich. Okay, ich weiß nicht, warum die Mine das haben soll. Wir laufen hier einfach mal so durch. Man weiß ja nie. Oh Gott. Ein Snom-Nom. Wird das nicht irgendwann zum großen Pokémon? Ich weiß das nicht mehr. Oh Gott, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung mehr. Wir fliehen aber trotzdem. Wir haben das sogar schon. Ein Snom-Nom. Aber ich glaube, das haben wir uns damals mal hingetauscht. Gibst du nicht EXP? Bist du nicht das EXP-Pokémon Ordoch oder so? Du bist doch das EXP-Pokémon. Wir hauen es mal weg, mal sehen, ob es das EXP-Pokémon ist. Es war in irgendeinem Ding war es mal EXP-Pokémon. X oder so? Ich kann es aber auch nicht mehr sagen. Aber es war mal ein EXP-Pokémon gewesen. Ich habe mich sogar an den Namen erinnert. Na, das ist auch was, wa? Das muss man mir auch erstmal nachmachen. Sich an Sachen zu erinnern. Dankeschön. 6000. Ja, könnte das EXP-Pokémon gewesen sein. Mein 6000. Wir gucken da gleich mal runter. Ich will nur mal ganz kurz, aber wir kommen. Wir müssen, glaube ich, durch diese. Okay, wir müssen nicht durch diese Mine. Wir gehen aber durch diese Mine. Da hinten liegt noch ein Item. Hallo? Und keiner da, der mir sagen kann, welches Pokémon neu ist und welches nicht. Oh Mann, ich wünsche, ich könnte das livestreamen. Aber ich schaffe das einfach nicht. Wie gesagt, es ist jetzt 18 Uhr. Und ich sagte, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe noch nicht gegessen. Ich war noch nie mit dem Hund spazieren und nichts. Ich nehme jetzt nur schnell eine Folge auf und dann geht das los. Düna Riesennest. Ich habe noch keine Ahnung, warum. Nein, nein. Und nochmals nein. Ich bitte Sie, das geht so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter ist doch auch da drin. Das mag sein, aber
Aber was? Ich mache auch bei diesem Abenteuer-Dings da mit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte Abenteuer von allen. Wie ich Ihnen schon nun mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Hm. Oh, du bist wirklich gekommen. Tag auch. Ich bekomme hier eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forscherin da will mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll hier sturköpfig sein? Ich habe es Ihnen schon oft genug erklärt, aber Sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Dynamax-Abenteuer sind ein äußerst gefährliches Unterfangen und... Ja, diese Wissenschaftspalaver macht mich wahnsinnig. Ja, wir drehen uns die ganze Zeit nur im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du dir meine Erklärung anhören? Dann könnt ihr euch zusammen durchlassen. Ah, endlich gibt sie mal was von sich, das Hand und Fuß hat. Wärst du so nett, dir ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen, okay? Na gut. Kira. Wir haben wohl keine andere Wahl, als mit der zu reden. Ich kann die fantastische Ware im Tausch gegen Dünaerz anbieten. Okay, hier gibt es also jetzt auch noch Dünaerz. Ein Fähigkeitspflaster. Ein Pflaster, das es ermöglicht, die reguläre Fähigkeit eines Pokémon zu einer seltenen Fähigkeit zu ändern. Okay. Bei Anwenden auf ein Pokémon, das zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann, wird seine aktuelle Fähigkeit... Das ist eigentlich ganz cool, ne? Kannst du dich dann so ein bisschen nach... Aber da ich überhaupt gar keine Ahnung von Fähigkeiten habe, bis zum nächsten Mal. Möchtest du dir meine Erklärung zu Dynamax-Abenteuer anhören? Ja, muss ja. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was gut bei mir. Gut, dann beginne ich mit der Erklärung. Jetzt geht's los. Das Dünar-Riesennest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich sehr seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Gala-Region nicht zu Gesicht bekommt. Dynamax-Abenteuer. Schließe dich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkunde das rätselhafte Dünar-Riesennest. In den Tiefen des Nestes wartet ein legendäres Pokémon auf dich. Dynamax-Abenteuer beschreitest du an der Seite eines geliehenen Pokémons. Oh Gott. Zu Beginn des Abenteuers muss daher jeder Spieler ein Leih-Pokémon auswählen. Oh Gott. Im Inneren des Dünar-Riesennestes gibt es etliche Abzweigungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen drei Trainern für einen Weg und tritt dann gegen die dortigen Pokémon in Dünar-Raids an. Fängst du ein Pokémon, kannst du gegen deinen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen. Meine eigenen Pokémon laufen dort leider Gefahr, durch die hohen Konzentrationen an Galapartikeln außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leih-Pokémon an, deren Resistenz gegenüber Galapartikeln sie vor diesem Schicksal bewahrt. Ah, jetzt schnall ich's. Wir sollen uns drei Pokémon-Partikel ausleihen und damit so richtig außer Kontrolle zu geraten und seltene Dünar-Trainer fangen zu können. Was? Weiter können sie nicht daneben liegen, guter Mann. Was will der? Dort drin ist gefährlich, also halten Sie sich bitte an die Regeln. So richtig blicke ich immer noch nicht durch. Aber spannend klingt das allemal. Also gut, die komplizierte Erklärung spare ich mir jetzt. Ich sehe mir das lieber mit eigenen Augen an. Haltet euch, Mila! Dein Papa ist bald da! Moment, das könnt ihr doch nicht einfach... Das ist gefährlich! Hat es nur diesen Mann gefahren? Und warum erinnert mich sein Gesicht so sehr an Präsident Rose? Fuck, jetzt wo sie es sagt... Jetzt, wo sie es sagt. Falls du ihm nachlaufen möchtest... Nein, das solltest du nicht. Aber falls du dich in einem Dynamax-Abenteuer stürzen möchtest, lass es mich wissen. Verdammt, das ist so ein richtiges... Oh Mann, Alter, das ist auch noch so ein fettes Livestream-Abenteuer. Wisst ihr was? Wir werden morgen ein Livestream jetzt von Pokémon machen. Das ist so ein Livestream-Abenteuer. Ganz ehrlich, wir müssen ein Livestream-Pokémon-Ding machen. Das geht nicht anders. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hier umgucken. Was wir noch so finden, aber wir, ganz ehrlich, wir werden morgen einfach einen Livestream machen. Ist mir scheißegal. Morgen werde ich nicht ganz so lange brauchen. Morgen bin ich bestimmt schon um 17 Uhr zu Hause und nicht um 17.30 Uhr. Da kriegen wir doch bestimmt einen Livestream. Ich will jetzt einen Livestream machen. Das machen wir dann aber morgen. Also, morgen machen wir Livestream. Nicht vergessen. Das ist... Der einzige Regen- und Starken-Sonnenlichtschild. Das ist einfach so ein... Oh, das ist aber hübsch. Das ist eine Statue von einem Pokémon. Es kommt dir vor, als würde hier etwas fehlen. Keine Ahnung, was? Allgemein. Aua. Oh, ich bin irgendwo gegengelaufen. Oh.
Nein, das ist einfach so... Alter, was ist denn hier los? Hi. Oh, Ordoch. Nein! Wir gegen Ordoch. Dann machen wir nämlich jetzt Feierabend. Wir haben schon mal reingeguckt. Wir wissen, was uns jetzt erwartet. Und morgen machen wir dann diese Dynamax Abenteuer. Weil ich, dann kann ich mir welche von euch aussuchen und muss nicht mit irgendwelchen Drödels zusammen. Weißt du, das, ich glaube, das ist irgendwie cool. Das ist irgendwie cooler. Außerdem habt ihr dann schon viel mehr Ahnung und ich muss da nicht ganz dumm reingehen. Eigentlich finde ich das viel cooler so. Und genau aus diesem Grund machen wir morgen den Livestream. Ist das nur eine kleine Auffrischfolge hier? In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendetwas herausfinden. Oder sehen. Irgendwelche Gala-Pokémon neue. Es sollen ja welche gekommen sein. Habe ich ja schon im Chat so beiläufig mitbekommen. Aber ich habe es echt vergessen, welche. Ich habe es leider vergessen, welche. Aber wir werden sie herausfinden. Wir werden sie sehen. Und dann werden wir sie schubsen. Da ist schon mal kein Schnee mehr. Oh, ein Nidoran. Ein Nidoran-Menschel. Was? Hä? Ich wollte das haben. Was ist los? Ich habe irgendjemanden angequatscht. Was ist das da vorne für ein komischer Baum? Bett des Giganten. Okay, das klingt relativ cool. Ich muss unbedingt nochmal zu diesem lilanen Strahl da. Da arbeite ich gerade noch gerade hin, dass wir da hinkommen. Und uns ansehen, was das ist. Eine rissige Kanne. Oh, doch. Okay, die scheinen hier nicht ganz so selten zu sein, die Ordochs, aber wir können sie trotzdem umhauen. Ist nur ein Nebel überzogen. Ich weiß gar nicht, was Nebel macht. Was macht Nebel? Nebel? Weniger Schaden? Meine Fresse. Hat Ordoch hier ganz schön weggesteckt. Ernsthaft, du setzt Nebelfeld ein. Während es neblig ist. Oh Gott, oh doch. So, erledigt. Siegelator. Oh doch, Gator. Und in der Zeit heilt sich Sarah einfach. Ist auch cool. Aber 7000 XP sind natürlich auch geil. So, ich wollte aber immer noch hierhin. So, 2000. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir können... Das ist die Teelaterne. Die Teelaterne. Wir machen Mitspieler suchen. War vielleicht ist ja irgendjemand da. Das ist die Teekanne. So, wir wechseln unser Pokémon, weil es ist ja ein Geist-Pokémon. Also gehen wir auf... Leila. Vielleicht kommt ja irgendjemand. Vielleicht ist ja irgendjemand da. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht möchte irgendjemand mitmachen. Es ist zumindest schon mal ein 5-Sterne-Ding. Und dann danach, wie gesagt, wir machen morgen einfach einen Livestream. Das bietet sich hier einfach so an, Livestream zu sein. Toll, er hat einen warte mal, ich habe das Rayquaza? Ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. Das ist natürlich wieder total der Spoiler. Das ist, oh Gott, so eine seltene Pokémon gibt es da? Okay, das hat ein bisschen. Wir müssen morgen unbedingt den Livestream machen. Oh Gott, Alter, ich habe noch nasse Klamotten, weil ich gerade vom Regen reingekommen bin. Komm, das schaffen wir nicht zu zweit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin voll nass, ey. Ich habe noch nicht mal annähernd eine Ahnung, was das ist. Koronospa. Ich habe noch nicht mal annähernd eine Ahnung, was das ist. Was ist ein Koronospa? Hä? Ist das neu? Kannst du nicht mal erkennen, was es sein soll? Ich sehe lila, schwarz und einen riesigen grünen Eiterbubbel. Wir machen jetzt bereit. So, wir beginnen jetzt den Kampf. Keine Lust mehr zu warten. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon war.
Vielleicht sehen wir es ja gleich ein bisschen näher an uns. Ja, genau, mit Krone. Prolet. Mortipop. Wir haben noch gar keinen Mortipop, ne? Das ist irgendein Pferd. Reitegespann. Ich hab... Sitzt da jemand drum? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt drauf. So, wir machen einfach mal... Schalte leider alles nicht sehr effektiv. Wir machen einfach mal Psychoklinge. Ich lasse andere Düner maximieren, ne? Was ist das für ein komisches Pferd? Okay. Wir werden es herausfinden. Bestimmt morgen im Livestream. Oh Gott. Ah. Wie gesagt, ich lasse andere Düner maximieren. Das kann ja kein tolles Pferd sein, wenn es schon tot ist. Was ist das für ein komisches Pferd? Das macht mich völlig fertig. Versteht ihr? Pferd, fertig. Tastflug. Aha. Ich weiß nicht, ob sich das Pokémon Düner maximieren kann. Es wäre irgendwie albern, wenn sich Düner maximieren könnte, aber wir werden mal sehen. Das Rayquaza. Die Schlange. Oh, jetzt gibt's wieder Ärger. Das ist die Schlange, ne? Kann er das? Oh Gott! Er kann die Schlange Düner maximieren? Noch ein bisschen weiter triggern. Die Schlange? Oh Gott, das wird ja voll die riesige Schlange. So. Für eine große Schlange. So, genug getriggert. Das ist sogar eine Schlange mit Arm. So, jetzt haben wir es. Das ist alles, was ich sagen wollte. Da war ja nicht viel Schaden. Es fühlt sich schon wieder in die Ecke gedrängt. Gott, so viel. Ja. Nee, morgen machen wir ihn schön entspannt, den Livestream. Aua. Wir hätten da was Besseres reingehen sollen. Nee, wir machen ja morgen den schön entspannt, den Livestream. Ich glaube, ich bin auch falsch, das Psycho und Geist, ne? Ich glaube, das liegt daran, dass Gengar damals eine Schwäche gegen Psycho hatte. Und deswegen ist es in meinem Kopf so drinne, dass Geist und Psycho da, ne? Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm geworden. Da sitzt irgendeine Ziege auf dem Pferd. Warum zum Teufel sitzt da eine scheiß Ziege auf dem Pferd? Eine Ziege auf dem Pferd. Warum zum Deibel? So. Müsste Setz vielleicht sogar tot sein? Vielleicht. Natürlich nicht. Haut nochmal den weg. Oh Gott. Ja, ja, ich weiß. Es wird stark da oben. Aber sollte ja wohl gleich mal erledigt sein. Oh, ja, vielleicht. Wie oft dürfen wir sterben? Nido ran. Ja, da war ja nichts wahr.
Ach, was soll's. Na gut. Machen wir Feierabend? Ich bin sehr gespannt auf morgen. Wir machen morgen jetzt echt den Livestream. Da muss ich dann halt ein bisschen durch. Da muss ich dann mich ein bisschen zusammenreißen und nicht so eine Pussy sein, weißt du? Nur weil er 10 Stunden am Tag arbeitet und circa 12 Kilometer läuft. Und das 5 Tage hintereinander. Was für eine Pussy, Alter. So. Nee, dann machen wir morgen den Livestream. Vielleicht nur 2 Stunden, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen nach 18 Uhr, aber ich gehe davon aus, dass es 18 Uhr losgeht. Deswegen stelle ich mich jetzt hier hin. Da war was. Oh doch! Deswegen greife ich jetzt das Ohr doch an, das versucht zu fliehen. Aber wir haben es gerade noch in die Beine treten können, dass es nicht weiterlaufen konnte. Und dann machen wir morgen den Livestream. Ich glaube, das wird ganz cool so dann. Weil wir müssen dieses Düner-Abenteuer einfach im Livestream machen. Das geht gar nicht anders. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Nicht nur von Ordoch, sondern auch von euch. Der Unterschied ist, Ordoch werde ich töten. Euch voraussichtlich wohl nicht. Kann nichts versprechen. Ich will ja hier keine Versprechung entgegen. Na gut. So, jetzt schnell aufhören, weil sonst wird die Folge wirklich nachher noch... nicht die Folge. Sonst wird das, wenn die Folge rauskommt, noch länger. Die Folge kann ruhig eine Stunde gehen, ist mir egal. Aber wann es dann halt rauskommt, wäre halt noch wichtig. So, schön. Ach, ich mag Sarah. Eines der coolsten Pokémon hier, das wir haben. So, ich bin jetzt aber raus und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zum Livestream wieder. Bis dahin, da ist ein Ordoch, aber verpiss dich, Ordoch. So, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Bis morgen zum Livestream, da machen wir zusammen die Düner-Abenteuer. Ich bin sehr gespannt. So, bis morgen, ciao.